Und das, was wir da vor uns sehen, sind die künftigen Kammern der Dungeons. Jeweils die obersten 7 von den 8 Kammern sind für einen der insgesamt 4 Dungeons da. Ich habe mich jetzt doch umentschieden, dass man nicht nur durch 3, sondern durch 4 Dungeons muss, weil war eigentlich nicht so geplant. Also es hat sich halt so ergeben, dass von dem her, wie ich es gebaut habe, es so am besten passt. Erstmal hier unten sind jeweils die Dungeons, die dann in die Instanz reingeportet werden. Momentan können wir das sehen durch die Lampen. Wir haben 1, 2, 3 und 4 Lampen und entsprechend können wir das hier sehen. Das ist jetzt Nummer 1, also eine Lampe. Nummer 2, 2 Lampen. 3 und die 4. Und das Ganze erreiche ich dadurch, dass diese Bereiche dort fix ausgewählt werden. Also die werden mit absoluten Koordinaten ausgewählt. Und der Zielpunkt, wo es hin teleportiert wird, ist dann relativ zu diesen Command-Blocks. Auf die Weise kann ich dann diesen ganzen Instanzabschnitt quasi noch ein paar Mal hier hin kopieren und muss nichts ändern, weil die Ausgangspunkte für die Segmente sind ja die gleichen. Und da sich die Command-Blocks hier dann quasi mit verschieben, sind die relativen Koordinaten bei den neuen Instanz-Segmenten dann exakt identisch. Also wie gesagt, ich musste hier nichts ändern. Und wie ich jetzt dafür sorge, dass dann im Endeffekt irgendeiner von diesen Dungeons jeweils hier reingebracht wird, dafür nutzen wir Zufälle. Wir haben hier diese ganz normalen Redstone-Zufallselemente mit einer Chance von 4 zu 9 werden die dafür sorgen, dass jeweils das Signal halt bis hier hinkommt und jeweils diese Command-Blocks ausgeführt werden. Jeweils diese zwei Command-Blocks sorgen dafür, dass der Redstone-Block um einen weiter nach oben geht. Und das sorgt unmittelbar dafür, dass jeweils der nächsthöhere Dungeon nach ganz unten gebracht wird. Und um erstmal kurz zu demonstrieren, wie der Zufall als solcher hier ablaufen wird, ich habe erstmal die Redstone-Blöcke hier durch Wolle ersetzt, damit es noch keinen Effekt auf die Segmente dort hat, auch wenn das jetzt nicht weiter schlimm wäre an sich. Aber wir haben für jeden von diesen Zufallsmechanismen eine Chance von 4 zu 6, dass sie weiterschalten. Und anscheinend ist das... Entweder haben wir jetzt bei dem zweiten von links nur Pech, oder... Interessant, dass der eine anscheinend nie ein Schwert weitergibt. Ich achte jetzt halt nur auf diese zweite Linie hier. Eigentlich, ich meine, wir haben hier genauso Items drin wie in jedem anderen. Das ist jetzt interessant. Ich glaube, ich sollte mal Lotto spielen gehen. Weil... Moment. Jetzt muss ich es aber auch mal so testen. Okay, also wenn das hier ankommt, dann... Es geht wirklich nach oben dann. Nicht, dass ich jetzt irgendwas bei den Command-Blocks falsch gemacht hätte. Es ist jetzt nur die Frage, warum... Warum genau wird hier anscheinend nie ein Schwert ausgewählt? Wir können ja mal... Damit wir das auch ein bisschen im Auge behalten können, die Hoppe mal blockieren. Okay, und jetzt wurde überall ein Schwert ausgewählt. Welch Glück. Okay, und auch tatsächlich Schwert, Schwert, Schwert. Ja. Okay. Und jetzt wurde auch direkt wieder eins ausgewählt. Also wie wir auch jetzt schon sehen, wir hätten jetzt bereits einigen Zufall. Und damit ist es halt... praktisch nicht vorhersehbar, welches das jeweils nächste Dungeon-Segment sein würde. Und um jetzt noch kurz zu zeigen, dass es natürlich auch mit dem Herunterkopieren funktioniert, das machen wir jetzt einfach nur mal mit dieser ganz rechten Seite, weil ich habe hier das schon mal vorbereitet mit der ansteigenden Anzahl an Lampen, die jeweils runterkopiert werden. Da haben wir jetzt zum einen eben
nur diese eine Lampe. Und wenn wir das jetzt immer weiter schalten, zwei Lampen und so weiter, wobei wir können sie auch direkt hier sehen. 4, 5, 6 und 7. Und dann geht es wieder von vorne los. Ja, das ist dann unser Zufall dafür. Und ja, jetzt müssen halt noch die ganzen Segmente gebaut werden. 28 an der Zahl. Da werde ich auch mal schauen müssen, wie die dann genau so aussehen werden, von dem her, was man als Spieler halt zu tun hat. Und ja, dann gucken, wie es so weitergeht. So, ich habe es jetzt so weit, dass man sich auch einreihen kann und dann der ersten freien Instanz quasi zugewiesen wird. Jetzt wollte ich auch mal, nur um das einfach mal festzuhalten, mal noch eine vierte Instanz hier anbringen, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass 3 eventuell zu wenig sein könnte. Gut, wahrscheinlich werden noch 4, 5, 6, 7, 8 zu wenig sein am Anfang. Denn wenn das Ganze neu ist und die Leute erstmal schauen wollen, was ist das eigentlich, dann werden wahrscheinlich alle Spieler es zumindest mal probieren, mit etwas Pech gleichzeitig. Und ich denke aber, so auf lange Sicht gesehen, werden wir wahrscheinlich mit 4 Instanzen relativ gut fahren. Und ich habe das jetzt soweit auch so gebaut, dass es im Prinzip immer weiter erweiterbar ist. Und jetzt fürs Erste baue ich das einfach mal noch weiter in diese Richtung aus. Deswegen habe ich hier, wie man noch sehen kann, das Ganze ein bisschen in diese Richtung erweitert, damit gerade so noch eine Instanz hier drunter passt. Und um das jetzt auch mal gerade zu machen, das Ganze läuft so ab, dass wir erstmal hier zwei Command Blocks haben, die einfach jeweils einen Teil klonen, inklusive sich selbst. Und jetzt haben wir noch einige Command-Blocks, wo wir manuell Sachen ändern müssen. Bei den meisten habe ich ja, wie auch schon erwähnt, diese Sachen auch markiert. Das hier ist jetzt die vierte Instanz, deswegen müssen wir halt diese Abfragen hier ändern. Und ich schaue dafür wahrscheinlich mehr Command-Blocks durch, als wirklich nötig sind, aber ja, so ein paar Sachen müssen halt wirklich manuell eingestellt werden, weil ich wüsste jetzt zumindest keinen Weg, wie man das dynamisch lösen könnte. Und ich wünschte mir, es gäbe einen. Denn das würde die Sache dann noch deutlich vereinfachen, dass man das wirklich modular oder fast schon cloudartig erweitern könnte. Das hätte was. In Minecraft eine Cloud, yay. So. Oben die Sachen. Und ich weiß jetzt auch nicht wirklich aus dem Kopf, was oder welche Command-Blocks zu erweitern sind und welche nicht oder zu verändern sind. Ich schaue das halt immer wieder einfach sicherheitshalber komplett durch. Ich glaube, das hier. Ja, das hier ist noch zu erweitern. Die minus 2 ist natürlich hier immer gleich, weil minus 2 hat einfach nur die Bedeutung, ich möchte eingereiht werden. Das ist alles. So. Die da hinten hatten wir dann noch. Ich glaube, hier ist nichts. Das hier sind auch nur die Dungeon-Segmente dann. Und das Kopieren von gewissen Teleport-Command-Blocks. Und das hier müssen wir noch anpassen. Nämlich hier und da. Sowie hier und da. Und ich denke mal, damit müssten wir es jetzt eigentlich haben, um das jetzt zu testen. Ah ja, genau. Eine Kleinigkeit, die ich jetzt noch manuell einfügen muss, ist diese Check, ob eine Instanz frei ist. Das habe ich jetzt absichtlich so gemacht, dass man das manuell machen muss. Einfach um die Sicherheit zu haben, dass ich erstmal hier alles soweit durchgehen kann und es dann halt direkt noch anschließen kann. So, das kommt dann hier mit hin. Und dann packen wir noch diese beiden Command Blocks hier hin und da wir den oberen in diesem Fall jetzt erstmal hier vorne nicht brauchen, packen wir den einfach hier drüber. Quasi als Backup, weil sobald wir eine neue Instanz anfügen, werden wir diesen Command Block dann dahin setzen.
Und das hat jetzt im Großen und Ganzen nur den Sinn, dass der Command, Quatsch, nicht der Command-Block, der Redstone-Block, den wir über diese Clock im Prinzip hier hingeben, dass der quasi dafür verantwortlich ist, die Instanzen durchzugehen, um eine freie Instanz für einen Spieler zu finden, der sich einreihen möchte. Und diese beiden Command-Blocks sorgen dafür, der obere gibt den Redstone-Block von hier an die jeweils nächste Station weiter, während der untere Command-Block jeweils den Redstone-Block hier wieder entfernt. Und jetzt werden wir auch mal die neu hinzugefügte Instanz direkt mal testen, indem wir einfach die ersten drei kurz vom System abkoppeln und uns dann einfach mal einreihen. So, Players Set. Das Ganze ist dann Instance und minus 2. Es dauert einen ganz kleinen Moment und dann müssten wir eingereiht werden. Eigentlich. Oder? Genau, so, da sind wir. Dann schauen wir jetzt einmal, bevor wir jetzt auf die Druckplatten treten, nach, in welche wir sind. Und. Moment. Ich glaube, wir hätten eigentlich da sein sollen. Wieso wurden wir jetzt hier hingebracht? Das ist jetzt die Frage. Ich kann auch mal gerade nachschauen, für welche wir eingereiht wurden. Ich wette mal fast, ich habe nur irgendwo einen. Ups. Okay. Ich habe nur wahrscheinlich irgendwo einen Command-Block zu enden vergessen. Und zwar wahrscheinlich der. Nee, doch nicht. Wir sollten für die 4 eingereiht werden. Wir wurden dann hier reingeportet. Ach so, wahrscheinlich hätte ich irgendwo absolute Koordinaten wählen müssen. Natürlich. Und da war ich zu weit weg. Genau, das ist. Noch einen Check, den ich dann ändern muss, weil ich die Checkreichweite, wie weit man sich von dem ganzen Gebiet her entfernen darf, noch nicht vergrößert habe. Das machen wir aber gleich noch. Und mal gucken, wo waren die absoluten Koordinaten? Genau hier sind sie. Und zwar nicht minus 697, und das ist hier drin. Genau. Sondern, ich denke. Genau, 25 weiter in dieser Richtung. Das ist das Geheimnis sozusagen. Da. Also sprich, 25 in Richtung x plus, also wenn x positiv wird, das heißt, x wird kleiner. 25 würde dann das hier bedeuten und das testen wir auch einmal ganz kurz. Okay, dürfte passen allerdings. Ja doch, doch, das sollte passen eigentlich. Gut, dann muss das jetzt theoretisch gehen, nur den Check werden wir jetzt noch machen. Wobei ich gerade noch denke, den Check sollten wir den eventuell verallgemeinern und nicht auf hier auf jede einzelne Instanz verlegen. Das können wir gleich noch machen. Allerdings bevor wir das machen, erst einmal noch. Für den Test hier zumindest noch, wo hatten wir das? Ah ja, hier, genau, hier. Die Grenze jetzt ist so gesehen, ich glaube 678, und das legen wir mal jetzt auf 650 rum. Also minus 650. Genau. Wobei wir das auch eigentlich nur für die eine machen müssen. Denn für die anderen ist das, was dort getestet wird, erstmal relativ irrelevant. Denn hier werden wir ja wirklich nur testen, ob Leute, die in Instanz Nummer 4 sind, in diesem Bereich sich aufhalten. Also eigentlich ist es gar nicht so viel Arbeit. Gut, also testen wir es nochmal.
Dass es jetzt einen Moment dauert, bis man wirklich reinkommt, hängt damit zusammen, dass erstmal in einem langsamen Test freigeschaltet wird, ob gerade überhaupt jemand sucht, und in einem genau doppelt so schnellen Test wird dann nach freien Instanzen gesucht. So, dann gehen wir einmal ganz kurz die Dungeons durch. Und ich nehme noch die Night Vision weg. Und nicht über die Soundeffekte wundern, das passiert einfach jedes Mal, wenn man teleportiert wird. So. Das müsste der letzte oder vorletzte sein, denke ich. Okay. Und hier sind wir in der Lootkammer. Wunderbar. Das klappt also auch, und jetzt schauen wir noch, ob die Instanz auch passend zurückgesetzt wurde. Das erkennen wir im Prinzip daran, ob hier der obere Block vorhanden ist. Also ob, wenn der fehlt, ist die Instanz quasi gerade in Benutzung, und wenn er da ist, dann ist die Instanz frei. Und ja, es sieht aus, als würde alles funktionieren. Dann können wir auch die vorherigen Sachen gerade wieder anschließen. Und ja, so füge ich eine Instanz hinzu. Das ist im Prinzip, klar, schon mit ein bisschen Aufwand verbunden, aber ich denke, es hält sich immer noch in Grenzen. Und das, was jetzt halt wirklich noch fehlt, sind nach wie vor die eigentlichen Dungeon-Segmente. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen mit unseren Spielern soweit gesprochen. Der Busy, der erklärt sich unter anderem bereit, hier ein bisschen was zu basteln. Und ja, mal gucken, wer sich da noch so bereit erklären wird. Ich habe das dann auch so vor, dass die Leute sich natürlich verewigen können in den von ihnen gebauten Dungeons. Und ja, gucken wir einfach mal. In dem Sinne werde ich jetzt erstmal weitermachen oder wahrscheinlich darauf warten, Klammer auf müssen, Klammer zu, bis hier ein paar von den Dungeons mal soweit vorhanden sind. Ja, und dann schauen wir weiter.